Und da sind wir wieder zurück zu Minecraft. Wir werden jetzt die Leitungen fertig legen. Hier Ofen. 28, mal gucken, ob die ausreichen. Achso. Hier, steck mir die gleich wieder rein. So, und das. Nehmen wir mit. Ich kann leider noch keine Tanks bauen, sonst hätte ich die einfach komplett abgepumpt. Die Lava in die Tanks rein. Jetzt müssen wir im Moment einfach warten, bis die wirklich verbraucht ist. Zack. Oh Mann, wir brauchen hier viel. Habe ich gar nicht gerechnet. Zum Glück habe ich gleich so viel gemacht. 4, 5. So, müsste sich das hier ausgehen noch. Ja, und zwei zu wenig. Und zwei zu wenig. Hier sind die zwei. Dann gib mir den dritten, dann können wir nämlich das Ganze anschließen. So, da la. Hier runter. Einen Kupfer, einen Gummi. Ein Verhüterle. Den brauchen wir hier drauf. Und den Generator. Stellen wir hier drauf. Somit kommt hier die Lava rein. Erzeugt Energie. Strom wird auf alle Geräte hier verteilt. Jetzt müssen wir nur noch da hinten anschließen. Hier kontrollieren wir noch schnell die Leitungen, ob hier alles verbunden ist. Und sobald wir die ganze Lava hier weg haben, so, die laufen schon auf Hochtouren, die können nicht explodieren, die Redstone-Motoren, ja, und die Lava weggepumpt. Steckt hier schon alles drinnen. Und das saugt jetzt die Lava auf. Hier wird schon weniger unten. Das ist natürlich ein langsames Wasserrohr. Die goldenen sind auch natürlich die schnellsten. Oh ja, da ist viel Lava drinnen. Ah, da hinten wird schon weniger. Ah, da sieht man schon, wo es weniger wird. Entweder muss ich es zweimal postieren, vielleicht in der Mitte dann nochmal postieren. Den Rest aussaugen. Ich habe wenigstens eine Höhle entdeckt. Gleich neben der Haustüre. Hier unten. Und hier fließt jetzt die Lava dann weiter. Wenn es natürlich voll ist, dann geht eh nichts mehr. Dann obwohl, da hinten hört schon auf, oder was? Hat er jetzt schon alles erreicht, oder wie? Nee, ist hier was drinnen. Hier ist jede Menge drinnen. Ja, da hinten sieht man jetzt schon den ersten Stein. Da wurde jetzt schon ein kompletter Block weggesaugt. Da hinten ebenso. So, bei uns ist die Lava inzwischen in den Keller angekommen. Nachts sieht das natürlich toll aus, wenn die ganze Pipeline hier leuchtet.
wenn man ein Industriegebiet hat. Später dann wird das natürlich schöner gemacht und direkt unterirdisch nur noch geleitet. Hier, und da läuft es jetzt. Die Lava. Bearbeitet hier passen ja 10. 100.000 EU rein oder so. Was passt hier rein? 20.000 anscheinend passen hier rein. Ja. Okay. Hier, die füllt sich jetzt langsam auf auch noch. Da könnten wir auch eine Batterie zum Beispiel aufladen oder die Rüstung später dann. Also die zwei Rüstungen für den Starcraft kann man hier aufladen. Die Nano. Die hat insgesamt 1 Million EU. Braucht die dann. Und dann gibt es noch die Quantum. Die beste. Die hat 10 Millionen. Aber damit ist man unsterblich eigentlich. Die Rüstung. Dafür müssten wir einen Massfabrikator herstellen. Ja, jetzt ist Lava komplett angefüllt hier. 8000 MB. Und 24.000 EU sind Strom gespeichert. Jetzt füllt sich vermutlich die Lava-Pipeline einfach nur noch auf. Leuchtet gar nicht die Pipeline. Wir gehen schlafen. Sobald die Pipeline natürlich wegreißt, passiert nichts, dann fließt die Lava nicht raus, die bleibt in der Pipeline drinnen. Früher wusste ich nicht, was ich damit anstellen soll mit der Lava und habe sie einfach weggepumpt und eine Löschpipeline geleitet, somit entfernt. Jetzt füllt sich hier die ganze Pipeline mit Lava noch an. Es wird halt eine Weile dauern, bis das wirklich alles weg ist dann. Mal gucken, wie weit die Pumpe ist. Man kann natürlich jetzt die Pumpe abhängen, das ist kein Problem. Und das fließt dann mal wieder zurück. Aber das sorgt hier noch. Ah, hier. Hat schon einiges weggemacht. Saugt hier alles auf. Da hinten muss ich sie dann nochmal anschließen. Da ist noch was. Aber so viel ist das gar nicht, was hier drunter ist. Eigentlich mehr als was ich dachte, um ehrlich zu sein. Jetzt pumpt sie so lange, bis die ganze Pipeline voll ist. Hier ist sie zum Beispiel schon voll. Die Pipeline. Hier ist sie auch voll. Hier noch nicht. Hier kommt der nächste Schub. Und voll. Hier kommt der nächste Pumpenschub. Ja, jetzt ist das Eck voll. Jetzt ist die ganze Pipeline voll. Wie viel ist jetzt noch da unten? Ziemlich wenig. Aber wir haben es anscheinend ziemlich... Kupfer ist da versteckt. Wir haben sie an der besten Position sogar positioniert. Da muss ich sie dann auch noch mal ansetzen und so. So funktioniert das. Und so haben wir jetzt einiges an Strom, also bis das verbraucht ist. Das dauert. Jetzt können wir den Quarry anschließen. Und uns Rohstoffe besorgen. Jetzt haben wir genug Strom. Für eine Weile. Und wenn wir in diese Richtung gehen, also kriegen wir auch Lava wieder. Und alles mögliche. Somit kriegen wir wieder Strom. Sonst können wir mit Kohle zur Not noch hier reinschmeißen. Das nächste werden dann Solarzellen natürlich gebaut, gleich für durchgehend Strom. So, und das packen wir erstmal hier rein. Das nehmen wir mit, weil wir brauchen nämlich den Quarry jetzt dann. Dann brauchen wir auch noch Leitungen, dass wir das Ganze hier reinleiten. Wo sind wir denn unten stehen geblieben? So, das ist jetzt die... Genau, Etage für die ganzen Leitungen. Ich muss hier nochmal eins wegreißen.
Wieso stimmt das hier nicht? Ist es hier genauso komisch? Ja. Muss ich echt eins wegnehmen. Aber nicht jetzt. So. Und dann in diese Richtung. Ich war ja bei, dass ich dir teile. 64. Dann werden wir das anders machen. Wir drei haben. Ja, immer wieder hoch und nieder. Ab hier. Ab hier will ich rechnen. So, 1, 2, 3. Achso, ist ja schon 1, 2, 3, okay. Es werden die Mauern, wir haben einen Zwischengang der Mauern, weil da werden auch Leitungen dann immer verlegt, weil von Installcraft die Leitungen kann man leider nicht verkleiden. Bei Buildcraft, die ganzen Rohrleitungen, kann man alle verkleiden. Das ist kein Problem. Aber später werden wir das Licht benutzen von Installcraft, nicht die Fackeln vermutlich. Deswegen muss ich das Ganze gleich einplanen. Deswegen brauche ich immer 3er Wände. Was vermutlich unser späteres Haus auch haben wird. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch nur eine Rückseite der Wand oder so aus 3 Blöcken oder irgendwo mitten im Raum. Vielleicht einfach so eine Art Säule, die aus 3 Blöcken dann besteht und 3x3 halt in mitten ein Loch, wo ich die Leitungen hochziehen kann. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich hier den Gang mache. Ich werde hier anfangen. Nee, kann ich nicht. Hier 2. Müsste ich 3 machen. Ein 3er Gang, okay. Und hier dann die Säulen. Gut. Ah, so mache ich's. Das ist gut. Das ist richtig gut. Genau. Hier. Habe ich das überhaupt? Ja, ich habe es mit 5 berechnet, ja. So, dann können wir das da oben weggeben. Nicht, dass es da Berechnungsprobleme dann gibt. Also nicht von mir, sondern von dem Computer. So. Ach so. Ja, dann müssen wir auf den einen verzichten hier. Okay. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir aber schon 10, oder? 2 mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und wir haben keine Spitzaxt mehr. Ich habe es aber wie falsch gesetzt. Muss eines raus nochmal gehen. Ja, hat alles mit Berechnungen zu tun. Weil ich natürlich dann jede Ressource haben will. Und keinen Block auslasse mehr. Bronze? Müssen wir herstellen.
nächste wird dann ein elektrischer Ofen werden, obwohl das ziemlich einfach zu machen, ja. Wenn wir ihn finden. Einfach einen Eisenofen mit einer elektrischen Leitung zur Redstone. So, da haben wir auch noch einen. Dann haben wir drei. So, lala. Warum wir so tief runter gehen, das hat einen Sinn. Aktivieren wir gleich mal. Mit einem Rechtsklick aktiviert man den dann. So haben wir 10. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir 15? 16. 17. Muss ich jetzt überall reinsetzen, weil sonst macht mir die Maschine die ganzen Fackeln weg. Wir brauchen Licht, weil sonst spawnen hier überall Monster. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen muss ich immer hier ein Loch reinmachen und dann die Fackel reinsetzen. So, zählen wir nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passt. Oder ist erst 8? Ach, kann ich mir gleich 16 machen. Ja, wir haben hier eh noch Diamanten, das ist gut. Ja, das können wir machen. Da müssen wir 8 rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Fackel und hier auch eine Fackel. So, dann brauchen wir hier auch einen. Den hinten auch nochmal antatschen. So, jetzt hat er uns hier einen Quadrat gemacht. Da schmeißen wir jetzt den Query drauf und dann haben wir ihn nicht mal eingesteckt. Ja, solche Lappen. Also ich zumindest. Sonst komme ich hier nämlich hier eh nicht drumherum. Muss ich eh eines rauf? Ah, okay. Muss ich zuerst den Gravel holen, dann sehe ich wenigstens gleich die Markierungen. Die fertigen. Bevor wir starten können, müssen wir noch mal hier oben ein bisschen ausholen. Dann müssen wir ein paar Kisten bauen, ein paar Leitungen bauen, ein paar. Ja, was wollte ich jetzt? Den wollte ich. Ist nicht wirklich alles so einfach, den einfach irgendwo hinzustellen und ja, okay, kann man schon, aber will ich nicht. Ich mache das richtig professionell. Werdet ihr schon sehen. Ihr werdet staunen, was ich damit mache. Ach, toll. So. Jetzt hat er die Markierung übernommen, was wir ihm gegeben haben. Eine Höhe, da kann man sowieso, könnte man es auch verändern, hat aber null Sinn. Die Höhe. Niedriger kann man nicht gehen als 5 Felder, deswegen habe ich nämlich 5 berechnet. So.
Jetzt werden wir nämlich noch rundherum die Fackeln gleich reinsetzen. Die Deckenbeleuchtung werden wir nachher noch machen. Sobald er hier ausgräbt. Die Rohstoffe lässt er uns nämlich auch stehen. Das ist das Gute dran. Wir haben keine Fackeln mehr. Da ist die Markierung. Jetzt haben wir keine Stickies mehr. Also wild. Etwas eine wildere Deckenbeleuchtung werden, also keine schöne, einfach nur grob drauf geklatscht ins Wellen. Das mache ich dann immer im Nachhinein, weil während die Maschine hier alles abbaut, kann es natürlich sein, dass ich dann, wenn ich nicht aufpasse, in ein sehr tiefes Loch falle, weil die Maschine unter meinen Arsch was wegnimmt und ich darauf natürlich nicht schnell genug reagiert hätte. Oder dann habe. So, und da ist die nächste Markierung. Hier noch eine. Und hier noch eine. Cool, und das können wir alle später abbauen. Die Maschine macht uns den ganzen Weg schön frei und wir bauen das alle ab. So, und jetzt müssen wir hier drauf. Ja, wird komisch werden. Wo machen wir dann die Solarzellen oben? In den Kuhstall? Könnte ich es machen dann? 20 Minuten. Die Zeit ist um. Das war die 30. Folge, glaube ich. Leider konnten wir noch immer nicht einschalten, aber wir sehen schon mal, wie das Feld dann aussieht. Das wieder ausgraben bis ganz nach unten. Zwar nicht das, was markiert hat, sondern da, wo das die Markierungen hat. Da wird das Gerüst auch sein. Ja, musste gerade gehen, tut mir leid. Aber in der Markierung, in den Blöcken, das wieder alles ausgraben. 16 mal 8 Felder. Gräbt dann an. Bis ganz nach unten. Das sind, Moment mal, ich glaube bei 51 ist es 51 runter, jetzt könnt ihr ausrechnen. 16 mal 8, was es wäre, was haben wir da? 24, 32, ne 24, 48, 108 mal 51. Mal 10, dann habt ihr schon mal 1000. Das heißt, es wären dann 51.000 Blöcke oder so? Nee, oder? Das wäre ein bisschen zu krass jetzt. Ich hab da irgendwie verrechnet. irgendwas Blöcke in etwa. Ich schätze mal so. Also 5.000 auf jeden Fall. Blöcke baut ihr ab. Und ich werde ihm das Ganze einfach sortieren lassen. Das bauen wir in der nächsten Folge dann noch das Sortierlager auf die Schnelle auf. Kein schönes, sondern nur ein grobes. Das wird sowieso dann wieder abgerissen, schöner gemacht später. Wo wir noch Rohstoffe brauchen. Und ja. Das werden wir dann wieder teilweise auffüllen. Also 8 Felder runter werden wir wieder das Ganze auffüllen, natürlich wenn er fertig ist. Und dann den weiter aufbauen auf die nächsten Gegend. Und so geht's weiter. Wir werden diese Zeit eine Decke machen, die Wände vielleicht auch gleich machen, verschönern. Den Garten diese Zeit noch verschönern. Da hinten müssen wir noch das abnehmen, die Erde. Hinter dem Zuckerrohr. Vielleicht gehen wir auch wieder spazieren. Ist ja egal, ob die läuft, die Maschine oder nicht. Ja, das erwartet euch in den nächsten Folgen. Bis dann, euer Tramster.